Jetzt kommt unser Main-Stadion-Quizduell und unser Fan der Woche ist der Thomas und der kommt woher? Aus Dockweiler. Dockweiler ist in der Nähe von? Daun. Und das ist in der Nähe von der Eifel? Genau. Also, das ist die Geschichte mit dem Herausforderer heute. Wir spielen, das kennt ihr ja jetzt alle, das macht ja jeder, habe ich gesehen, Quizduell. So am Handy oder wo das gemacht wird. Ich leider nicht, aber ich werde das mit euch jetzt spielen. Du legst vor und dann kommt deine Aufgabe. Er muss erstmal drei Fragen beantworten. Wird kein Problem sein für Mönchengladbach-Fans. Also es geht los. Erste Frage, hier steht sie, ganz groß und ganz deutlich aus der Rubrik Sport und Freizeit. Das habe ich mal für euch ausgesucht. Und das ist die erste Frage. Welche Mannschaft hat in der Bundesliga die meisten Spiele verloren? So, du hast jetzt 15 Sekunden Zeit, musst dich entscheiden. Bremen, Nürnberg, Frankfurt, Mönchengladbach. Nürnberg. Nürnberg kommt als Antwort. Aber, ich befürchte, dass du nicht recht hast. Hier wird ein bisschen gemunkelt, denn die richtige Antwort lautet, die meisten Spiele hat verloren Frankfurt. Ja, also kein Punkt. Schnell die zweite Frage. Es bleibt, na, Lokalrunde wäre jetzt ein bisschen viel verlangt. Zweite Frage im Quizduell. Das musst du wissen als Gladbacher. Wie oft stand Borussia Mönchengladbach in einem Finale der UEFA Europa League und ihrer Vorgänger? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, die 15 Sekunden laufen. Was sagst du? Thomas, wie oft? Viermal. Viermal, sagt der Thomas. Wird das der erste Punkt? Wir werden das gleich aufklären. Hier gibt es unterschiedliche Meinungen im Hintergrund. Und die richtige Lösung lautet, Borussia Mönchengladbach stand viermal in einem solchen Finale. Der erste Punkt, Gott sei Dank. Und die dritte Frage, und dann wissen wir, wie viele Punkte du hast. So, das wievielte Aufeinandertreffen zwischen Gladbach und Leverkusen war das heute Abend? Wie oft haben die gegeneinander gespielt? 82, 101, 49, 76. Thomas, du musst dich entscheiden. Hast noch etwa 10 Sekunden. 49. 49? Da wäre ich jetzt auch ein bisschen skeptisch. Aber natürlich kenne ich auch die Antworten, um ehrlich zu sein. Die richtige Antwort wäre gewesen, es war das 76. Mal. So, einen Punkt hat er, immerhin. Jetzt kommt sozusagen unser Special Guest. Wähle-Kategorie haben wir auch gewählt, die 2000er. Einen Punkt musst du mindestens holen zur Stechfrage. Gegen Werder Bremen erlitt Gladbach die höchste Heimniederlage. Aber wie lautete das Ergebnis damals? So, jetzt kommt's. 15 Sekunden Zeit. 1:7. 1:7 kommt da als Tipp. Wissen oder geraten? Ich habe keine Ahnung. Also beides. Das liegt dicht beieinander. Die richtige Antwort wäre gewesen 0:7. Damit bleibt der Thomas 1:0 vorne. So, die 2000er zweite Frage. Wie viele Zuschauer passen bei einem Bundesligaspiel in den Borussia-Park? Das ist ja gar nicht so einfach. Welche Antwort ist richtig? Heute war Aussage 54.010. 54.010 ist die Vermutung. Und die richtige Antwort lautet, hier wird es auch nicht so richtig laut, es scheint keiner so genau zu wissen. Es sind genau 54.010. Damit steht es 1:1. Aber jetzt könntest du den Lucky Punch landen und gewinnen. Wie heißt der Titel der 2003 veröffentlichten Biografie von Stefan Effenberg? Der Mensch hinter der Mähne, mein Leben als Stinkfinger. Der Tiger in mir. Oder ich habe es allen gezeigt. Oh, der Tiger in mir. Das wäre dann das 2:1, wenn es denn der richtige Titel ist. Und der richtige Titel der Effenberg-Biografie lautet erstaunlicherweise... Ich habe es allen gezeigt. Scheiße, ich nicht. Ja, also das heißt 1:1. Jungs, nicht die Nerven verlieren. Die Stechfrage. Wer als Erster antwortet, hat jetzt gewonnen. Bitte schön. Die entscheidende Stechfrage wird jetzt hier bitte auf dem Monitor, hoffe ich jedenfalls, gleich erscheinen. Wer bringt Esther nachher nach Hause? Ach ja, ich. Gut, das ist richtig, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Damit haben wir das geklärt. Du gewinnst eine Kappe und ein Main-Stadion-Kopfhörer. Bitte schön. Und damit haben wir es geschafft. Wir nehmen das Sport weg. Ja? Esther, er bringt dich nach Hause, nach Berlin.